So sieht ein Forschungslabor im Jahr 2075 aus. Jedenfalls in Devastation. Der Ego-Shooter von Digitalo versetzt sie in eine Endzeitwelt. 704, we got one up, one down. Waiting for instructions. Pardon me, sir? Yes, sir. Die globale Lage ist schlimm, könnte aber durch eine geheime Erfindung noch schlimmer werden. Jedenfalls dann, wenn sie das nicht verhindern. Im Vordergrund steht Balampur, wobei uns in der frühen Version vor allem auffiel, wie schön dabei teilweise die Umgebungen mit betroffen sind, etwa die umfallenden Kisten hier. Stolze 40 Waffen finden Sie im Spielverlauf. Die ungewöhnlichste ist die Sprengkörperratte. Die lenken Sie ferngesteuert bis zum Gegner, drücken dann den Auslöser und haben gleich zwei feindliche Wachen weniger vor sich. Eine kleine Besonderheit ist dieser Respawn-Level. Der funktioniert wie der Multiplayer-Modus, allerdings mit Bots und ist hier Teil der Handlung. Sowohl Sie als auch Mitstreiter und Feinde haben endlos Leben, bis eine der beiden Parteien den Respawn-Generator zerstört. Devastation nutzt die aktuellste Version der Unreal Engine. Die Grafiken wirken recht schick, besonders gut gefallen uns die Echtzeitschatten, wie Sie sie etwa hier mit der Krankenschwester sehen. I don't see what's so important. Die Dame läuft übrigens nicht immer so langweilig angezogen herum, sondern kämpft später im schicken Outfit an ihrer Seite. Okay, I'm ready.